Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ich bin in St. Gallen und ich bin ziemlich müde, denn ich musste heute Morgen um 7 schon aufstehen oder um 6. Aber das Thema von heute passt ideal zu meiner Müdigkeit, denn es geht um Kaffee. Es geht um den besten Espresso, den man mit meiner Siebträgermaschine erreichen kann. Und dafür besuche ich jetzt den Joel. Der hat hier ein Lokal und der versteht was von Kaffee. Und da gehen wir jetzt rein. Meine Maschine habe ich auch dabei. Also, auf geht's. Ah, da ist er schon. Na, hallo Tobias. Schön, bist du da. Herr Reinspazier, den sieht's hier aus. Ich glaube, ich stelle aber erstmal die Maschine aus. Fühl dich wie zu Hause. Ja, darf ich die irgendwo abstellen? Na klar. Okay. Genau, einfach auf die Bank. Ja, schön bist du in der Schweiz. Ja, du hast mich angeschrieben schon vor längerer Zeit, weil du immer mal gesehen hast, dass ich so mit Siebträgermaschine operiere. Genau. Und was hast du mit Espresso zu tun? Wir stehen hier im Restaurant, was ich im Namen von meinem Chef und das Unternehmen führen darf. Mhm. Und da gehört natürlich der Kaffee zu unserem täglichen Geschäft. Ja. Wie heißt es hier? Geschmackslokal. Das Wir Geschmackslokal. Sind im Herzen der Altstadt St. Gallen. Das sieht sehr nett aus. Wie viele Plätze hat das? Roundabout ca. 45 bis maximal 60 Personen bringen wir runter. Und wir machen jetzt erstmal noch einen kleinen Schritt und gehen eins weiter, weil wir gucken uns jetzt mal die TUM Kaffee Akademie an. So ist es. Und dann kommen wir wieder zurück und dann zeigst du mir, wie wir mit unserer Maschine den bestmöglichen Espresso hinkriegen. Lass uns das machen heute. Und hier ist der Claudio. Genau. Und was machst du hier genau? Das ist unsere hauseigene Barista-Akademie. Ja. Das heißt, wir machen hier Barista-Schulungen, also Kurse, alles rund um Kaffee. Ihr stellt aber keine Maschinen her, sondern Kaffee. Richtig, wir sind eine Kaffeerösterei, also die älteste Kaffeerösterei in der Schweiz. Ja, wenn ich mir jetzt diese Maschinen anschaue, kann man auch mit Hausmitteln oder mit einer einfachen Siebträgermaschine zu Hause einen ganz ordentlichen Kaffee machen? Genau. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Einen Kurs besuchen sollte man eigentlich auch schon, bevor man sich so eine Siebträgermaschine. Okay. Also ich schreibe euch auf jeden Fall unten rein, wo man hier diese Kurse besuchen kann. Maximal bis 6 Leute können hier an den Maschinen in diesem Raum arbeiten. Praktisch, also da geht es voran darum, dass die Leute sehr viel Praxis haben. Was sind denn so die entscheidenden, 3 bis 5 Merkmale eines guten Espresso? Reden wir von Espresso? Können wir sagen, genau. Mhm. Von einem gelungenen Espresso. Das Wichtigste ist natürlich frische Kaffeebohnen. Mhm. Was ist frisch? Welches Alter, welche Zeitspanne ist frisch? Also ich sage jetzt mal, bevor er 6 Wochen geröstet worden ist. Oh, okay. Von das. So frisch. Ja, wir haben unseren eigenen Shop, da kann man direkt bei uns in der Rösterei kaufen, online und sonst beliefern wir alle unsere Kunden selber. Die Gastronomiekunden vor allem wahrscheinlich, ja. Die erhalten immer einen frischen Kaffee von uns. Okay, also der frische Kaffee. Ist mal das Wichtigste vorneweg. Danach natürlich auch frisches Wasser. Sollte gefiltert sein. Was muss rausgefiltert sein in erster Linie? Die Härte sollte rausgefiltert werden. Also Kalk. Kalk, genau. Und natürlich eine gute Mühle, elektronische Mühle sollte vorhanden sein, damit man natürlich auch den feinen Mahlgrad überhaupt einstellen kann. Da gibt es ja verschiedene Mahlwerke, Kegelmahlwerk, Scheibenmahlwerk und Messer. Genau. Ist da was zu sagen? Für zu Hause wäre am besten schon einfach ein Kegelmahlwerk. Mhm. Da wird das Mahlgut schon gemalt. Mhm. Zum Beispiel beim Schlagmahlwerk mit den rotierenden Messer wird das Mahlgut unkonstant und auch überhitzt. Das gibt dann einen bitteren Geschmack. Okay. Dann haben wir eine Mühle. Das heißt, jetzt müssen wir noch wissen, wie fein wird eigentlich gemahlen? Wie kriege ich denn das raus? Es sollte einfach sehr fein sein. Man kann sich vorstellen wie Mehl. Aber den Mahlgrad, den muss man nachher beurteilen, hat man es richtig eingestellt. Vom optischen, vom Auslauf her, vom Geschmack her, muss ich jetzt feiner oder gröber stellen. Okay. Wichtig ist einfach, dass man sich die Parameter vielleicht aufschreibt. Wenn man schaut, dass man nur den Mahlgrad verstellen muss und nichts weiteres, dann hat man nur etwas, was man verstellen muss. Man sollte vielleicht am Anfang mit der gleichen Menge arbeiten. Zum Beispiel sage ich jetzt mal 19 Gramm für 2 Espresso. Und mit der gleichen Wassermenge. Die Extraktionszeit sollte etwa gleich sein. Da reden wir jetzt zwischen 20 und 30 Sekunden. Ja. Das sollte immer gleich sein, diese Parameter. Damit ich nicht an allen 3 rumspiele sozusagen. Genau. Also man versucht praktisch alle Parameter möglichst gleich zu haben, damit man hinterher am Mahlgrad arbeiten kann. Genau. So, oder? Richtig. Kaffee und Espresso, ist da der Unterschied die Bohne?
oder die Zubereitung oder die Wassermenge nur? Also der größte Unterschied ist der Mahlgrad. Bohne, meistens verwendet man für eine Kaffeemischung, also für eine Kaffeecreme, eher ein bisschen eine hellere Röstung. Meistens auch eher die Arabica-Sorte. Mhm. Und die Robusta-Sorte wird vor allem auch für einen intensiven Geschmack für einen Espresso verwendet. Aber der Unterschied liegt wirklich darin, dass man eigentlich beim Kaffee viel gröber mahlen muss, okay, damit man in circa 25 Sekunden natürlich auch auf diese Menge kommt. Ah, man versucht in derselben Zeit mehr Wasser durchzubekommen, genau, und dafür muss man gröber mahlen. Genau. Das ist Physik. Das heißt, es ist gar nicht so, dass man Kaffee-Crema oben reinkippt oder Espresso oben reinkippt und dann hat man Espresso oder Kaffee-Crema, sondern das hängt eher von der, von der Mahlung ab. Wie lange hast du dich damit beschäftigt, bis du das alles weißt über Kaffee und hier auch dann in der Ausbildung praktisch den schwarzen Gürtel des Barista hast? Ja, ich bin jetzt seit knapp 10 Monaten dabei. Mhm. Seit diesen 10 Monaten beschäftige ich mich eigentlich wirklich sehr stark damit. Wenn jetzt jemand sich so als Home-Barista interessiert, wie viel Zeit sollte er investieren, um so die Grundlagen mal bei euch gelernt und verstanden zu haben? Er kann einfach mal vorbeikommen, einen Kurs besuchen. Der geht wie lange? Der geht 4 Stunden. 4 Stunden, okay. Der Home-Barista bei uns 4 Stunden am Abend. Und da geht es wirklich darum, dass man eigentlich den Espresso einstellen kann. Erstmal ganz vielen Dank. Bitte, ja. Und wir gehen jetzt hoch zum Gel und da gucke ich mal, was man mit meiner Maschine umsetzen kann von all dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Ciao. Super. Ciao, klar. Danke. So, wir sind wieder beim Joel und ich habe hier schon mal meine Maschine aufgestellt. Ihr kennt die vielleicht aus dem ein oder anderen Instagram-Video. Ich hatte ursprünglich mal eine Gastroback, die ist mir kaputt gegangen. Jetzt habe ich im Grunde dasselbe. Du hast ja sogar die Gastroback mal gesehen gehabt damals. Und jetzt heißt das Sage oder Sage, aber es ist eigentlich das Gleiche. Und man sieht jetzt hier, was wir verändern können. Im Grunde ist hier Kaffee. Den habe ich dir jetzt mal mitgebracht. Das ist der, den ich im Moment benutze. Der ist aus Wien. Wir können natürlich auch Turmkaffee nehmen, natürlich. Was sagst genau. Du, was siehst du da schon mal an dem Kaffee? Also ich kann schon mal anhand der Bohne, das kann super Glücksgriffe sagen, wir haben eine Mischung. Okay. Wir haben einmal hier, das kleinere ist die Robusta-Bohne und die ein bisschen größere mit einer leichten S-Kurve drin, das ist die Arabica. Okay. Man sieht auch, die Robusta ist eher etwas ründlicher und die Arabica dann im Vergleich etwas flacher. Bohnen haben wir. Frisch sind sie, glaube ich, auch so ziemlich. Wir haben Wasser. Gutes St. Galler Wasser. Ansonsten, was ich hier zu bieten habe, ist eben diese Maschine, die ein Mahlwerk hat, was ich hier einstellen kann. Das steht jetzt hier auf 11,5. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das werden wir gleich feststellen. Ich würde doch mal sagen, zeig du mir doch mal, ob du denn noch so machst, wie als ich bei euch war. Nee, als du bei uns warst, hast du mir gleich mal eine Sache gezeigt, die können wir gleich mal lernen. Ich habe immer gleich zweimal drauf gedrückt, ist ja immer doppelte Menge Wasser durchlaufen lassen. Und dann hat er mir gleich gesagt, das macht den Kaffee bitter. Genau, das ist sehr wichtig. Einerseits, wie du schon gesagt hast, der Kaffee wird bitterer. Er kann sogar ein bisschen angebrannt riechen danach. Mhm. Wenn man ein bisschen mehr haben möchte, entweder neues Pulver rein, nochmals eine Ladung oder dann im Americano-Stil nennt sich das dann, Schuss heißes Wasser dazu. Viele auch, die Espresso Lungo trinken, auch da unbedingt einen Schluck heißes Wasser. Ja, nicht nochmals drücken. Also, ich nehme normalerweise hier den doppelten Espresso-Einsatz und dann mache ich nicht den doppelten, sondern ich mache den einfachen und dann zweimal. Ich finde, es sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir schauen halt gleich mal, wie die Durchlaufzeit ist vom Kaffee und dann schauen wir, ob wir da noch was ein bisschen verstellen. Okay, also ich tue das praktisch so ein bisschen verstreichen, dann tue ich es klopfen. Genau. Und dann, ich habe hier nur diesen normalen Stopfen. Aber ich interveniere unbedingt an die Kante. Nie auf die Ausgießer, die könnten dir theoretisch abbrechen. Wow. Und dann mache ich einen ordentlichen Druck. Genau. Circa 15 bis 25 Kilo darf das schon sein. Und jetzt habe ich es ein bisschen schräg gemacht. Das ist schlimm? Lass es doch mal so und wir sehen gleich, was dabei rauskommt, wenn du das schräg machst. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe ein bisschen auf jeden Fall deutlich sichtbar schräg. Es ist sichtbar schräg, gut. Genau. Zeitmessen, ganz wichtig, gleichzeitig wie ich einen Knopf drücke.
Denn auch die Vorlaufzeit ist in der Brühzeit mit inbegriffen. Aha, also nicht erst da, wo es... Nicht erst, wenn es raustropft. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal hier 7-8 Sekunden, bis es überhaupt anfängt. Aber das zählt schon mit. Das zählt schon mit. So. Aber man sieht auch hier 20 jetzt. Sekunden. Mhm. Aber ich kann dir jetzt gerade perfekt zeigen, was das Problem ist, wenn du schräg stemmst. Und zwar, wenn wir die Kaffeemengen begutachten, haben wir hier mehr Kaffeebar, auf jeden Fall auch mehr Flüssigkeit drin. Das heißt, je regelmäßiger es ist, desto schöner fließt der Kaffee. Das ist wichtig, wenn du zwei Espressi gleichzeitig machen möchtest. Dass man hier so deutlich sieht, wie schräg ich da angedrückt habe, das ist ja unfassbar. Deswegen habe ich gesagt, ruhig mal lassen. Jetzt habe ich extra zwei Löffelchen mitgebracht natürlich noch. Die ich nicht abschlecken darf nachher. Die wir nicht ablecken dürfen, deswegen habe ich auch Tellerchen mit dabei. Und dann können wir wirklich, wie wir schon gelernt haben von Claudio, unbedingt mit dem Löffel den Espresso schön zerrühren. Mhm. Das kann man machen wie du jetzt, man kann rundherum rühren. Man kann auch im Schaufelstil hoch und runter gehen. Wichtig, es soll sich miteinander vermischen, damit wir auch die Bitterstoffe schön verteilt haben. So, dann genau, kurz abtropfen lassen und... Dann natürlich nebendran legen. Wir sind ja natürlich im schönen Speisenlokal, da beherrscht man sich. Okay. Creme immer noch ganz schön eigentlich. Ich finde jetzt auch von der Dicke ganz in Ordnung. Mhm. Und jetzt mal schauen, wie es erstens in der Nase riecht und nachher beim Trinken. Jetzt merkst du auch hier schön einen leichten Bitter-Touch drin. Mhm. Das ist auf jeden Fall robuster, aber du hast eine ziemlich fruchtige Note. Ja, der andere war intensiver, den wir vorhin gehabt haben. Ne? Genau, da war ziemlich sicher der robuste Anteil dementsprechend auch höher. Ich finde aber für so einen ersten Versuch und schräg gestemmt schon mal nicht schlecht. Ja, man sieht natürlich, du warst schon mal bei mir. Ich hatte damals, muss man sagen, einen viel zu niedrigen Malgrad. Ich trinke ja meistens tatsächlich Cappuccino. Hey! Was heißt das? Also, einen richtig guten Espresso. Da brauchst du gar nichts dazu. Keine Milch, kein Zucker. Der geht runter, auch ohne Zusatz. Tatsächlich ist der wahrscheinlich dafür, dass ich Cappuccino mache, relativ mild, ne? Würde ich jetzt auch sagen. Für mich ist das so ein idealer Espresso, so kurz on the hop, also nach dem Mittagessen, kann man den gut nehmen, wenn du jetzt aber so den Wachrütteleffekt am Morgen haben möchtest. Mhm. Was bei dir wahrscheinlich der Fall ist, mit noch ein bisschen Milch dazu, dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen einen kräftigeren bevorzugen. Jetzt mal kurz diese 20 Sekunden, sind die gut? Ich persönlich finde, da hat es noch ein bisschen Potenzial. Wie ich Claudio schon erwähnt hat, ideal liegen hier zwischen 20 und 30. Mein Bestziel ist immer, ich versuche zwischen 24 und 26 Sekunden zu sein. Drehe ich mal am Rädchen. 16 ist die letzte Zahl. Wieder beide gleichzeitig. Hier war vorhin in der Vorlauf eben auch nach 7-8 Sekunden. Das sollte ungefähr gleich bleiben. Ist auch so. Da kommt's. So, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aha. So. Ist das logisch? Sollte eigentlich nicht logisch sein. Ist die letzte Zahl. Und an dieser Stelle überkam uns ein böser Verdacht. Aus irgendeinem Grund war ich immer davon ausgegangen, dass eine höhere Zahl ein feineres Mehl bedeutet, so wie beim Schmirgelpapier. Aber das ist natürlich falsch, steht ja drauf. Rechts coarse, links fein. Und die Zahl beschreibt eben die grind size, also die Größe der Körner. Und je größer, desto grober. Nach einigen weiteren Versuchen und Geschmackstests kamen wir dann endlich drauf. Und Joel zu dem Schluss. Ich denke, wir waren vorhin mit den 12,5 alle mit ziemlich idealen Ergebnis. Mhm. Ich weiß nicht, was der Cappuccino-Trinker dazu sagt. Der Cappuccino-Trinker sagt vor allem eines. Da gibt es doch da immer diesen schönen Schaum und die Verzierungen. Kannst du das auch? Wenn wir Glück haben, bringe ich es hin. Es ist nicht mein Kerngeschäft, aber ich denke, wir können einen Versuch wagen. Okay. Dafür müssten wir wahrscheinlich aber dann an meine Maschine runter. Jawohl. Dann kann ich euch ganz kurz zeigen, wie man das so machen kann. So, wir haben jetzt auf Joels Profimaschine sowohl einen Kaffee gemacht, als auch einen Milch geschäumt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie man diese Verzierung hinkriegt. Ich dachte nämlich immer, man kippt jetzt da den Milchschaum da drauf und dann nimmt man einen Zahnstocher und macht so ein Herz rein oder so. Nicht ganz, aber das ist eine Gießtechnik. Wir schauen uns das mal an. Ganz wichtig, man sieht hier, der Schaum, der hat kaum Blasen.
Das ist etwas vom Wichtigsten. Das ist ganz fein cremig. Genau, wirklich eine Creme. Der sollte auch immer wieder ein bisschen in Bewegung bleiben, sonst setzt sich die Milchfettpartikel wieder ab. Und aha, beginnen wir mit dem Eingießen. Okay, und dann macht man ein Blatt. Zum Beispiel. Das ist aber auch das Einzige, was ich jetzt gerade so aus der Hand geschüttelt hinbekomme. Wie lange brauchst du, um das zu lernen? Es ist schon eine Übungssache. Einerseits die Theorie mal verstehen. Ich habe das jetzt wirklich die letzten 3 Jahre lang immer mal wieder geübt und natürlich täglich angewendet. Mhm. Ich denke aber, wenn man sehr interessiert ist daran, in einer Woche kann ich auf jeden Fall viel erreichen. Lieber Joel, vielen Dank. Ich danke dir, dass du mir meine Maschine eingestellt hast. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich schreibe euch alle Links unten drunten hin. Kommentiert gerne, was ihr davon haltet, wie ihr euren Espresso zubereitet, was ihr für Anmerkungen habt, was ihr gerne für Videos hier sehen wollt. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.